Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei Dead Ops vor Runde 5 in die Halle des Schicksals kommt. Ganz wichtig dabei ist, Leute, ihr braucht Schlüssel. Also farmt eure Schlüssel, gebt die nicht aus. Und ja, wenn ihr bei The Wild seid, könnt ihr Schlüssel farmen. Ich zeige euch jetzt, wo ihr alle Schlüssel bekommt. Als allererstes, Leute, können Schlüssel überall auf der Map rumliegen. So, die Tür hier links braucht ihr auch nicht aufmachen, ist unnötig. Hier rechts, Leute, da haben wir, wie ihr seht, oben ist ein Panzer. Da kann auch ab und zu ein Schlüssel drauf sein. Wie ihr den bekommt, ist, ihr geht auf die Plattform, das geht runter. Wenn ihr das solo machen wollt, dann boostet ihr euch rüber. Oder wenn ihr einen Kumpel habt, der das machen will, dann kann er sich einfach da drunter stellen. So, wir machen erstmal alle Spawns kaputt. Ihr braucht so circa 5 Schlüssel dafür. Und zwar, Leute, hier oben links, da seht ihr schon dieses blaue Licht. Wenn ihr da reingeht, das ist ein Dungeon. Und dort kann direkt am Anfang auch ein Schlüssel sein. Schauen wir mal bei uns. Okay, ist nichts. Wenn da dann nichts ist, Leute, oder wenn ein Schlüssel ist, wenn ihr das aufgehoben habt, geht direkt wieder raus. Weil es lohnt sich nicht, diesen Dungeon abzuschließen, weil die Chance ist einfach viel zu gering, dass da ein Schlüssel, kommt. Geht raus und sucht weiter. Macht die Spawns kaputt. Tötet alle Zombies. Schaut euch genau auf der Map um. Ja, ist ein bisschen nervig, aber wenn ihr mit ein paar Kumpels macht, dann geht das eigentlich ruckzuck. So, Leute, hier ist schon mal ein Schlüssel. Jetzt haben wir insgesamt schon 3 Schlüssel, das ist schon mal gut, dann können wir erstmal weitergehen. So, wenn ihr dann die Schlüssel habt, dann könnt ihr hier rechts an der Map, ist ein Weg, könnt dann da lang, passt auf, da sind Stacheln auf dem Boden, Leute. Lauft hier lang. Ihr könnt auch nebenbei noch die Kisten kaputt machen und hier diesen Loot aufsammeln. So, jetzt rechts von uns ist ein Bonusraum. Aber da gehen wir jetzt nicht rein, weil wir das nicht brauchen. Wir laufen einfach direkt weiter. Ihr lauft hier weiter hoch. Passt auf, vor euch sind wieder Stacheln und da ist ein Zombie-Spawn. Ich warte immer, Leute, bis der Weg in der Mitte frei ist und dann laufe ich erst rüber. Dann braucht ihr euren ersten Schlüssel für diese Tür. Als nächstes, Leute, öffnet ihr mit dem zweiten Schlüssel diese Tür hier. Dann läuft da durch, immer geradeaus weiter, macht die ganzen Zombie-Spawns kaputt. So, folgt einfach dem Weg. Ihr könnt ruhig die Zombies hier töten. So, jetzt müsst ihr hier durch die Falle. Wartet am besten. Geht da zusammen durch. Dann folgt dem Weg, Leute. Und rechts ist wieder eine Falle. Dort könnt ihr auch einmal vorbeilaufen.
Hier ist meistens auch ein Boss-Zombie, aber den könnt ihr eigentlich ignorieren. Ihr könnt ignorieren und direkt in den Raum hinter ihn reingehen. Weil es dauert einfach viel zu lange, den jetzt zu töten. So, jetzt seid ihr in dem Kaboom-Raum, Bonusraum. Hier könnt ihr erstmal Nukes aufsammeln. Dann könnt ihr hier direkt wieder rausgehen. So, dann geht wieder an der Falle vorbei. Nach rechts entlang, dem Weg einfach folgen. So, springt runter und geht direkt nach rechts, weil dort ist nämlich noch ein Dungeon und dort kann auch wieder ein Schlüssel sein. Ne, war ein Leben. Aber das macht nichts, geht einfach direkt wieder raus. Wenn ihr da rausgeht, Leute, lauft hier am Rand entlang, bis ihr nicht mehr könnt. Dann schwimmt ihr etwas langsamer, schwimmt nach vorne. Und hier könnt ihr wieder an Land und hier hochlaufen. Hier wird jetzt ein Elefant sein, aber den könnt ihr ignorieren, Leute. Das Problem ist, jetzt hier spawnen Autos, die ihr benutzen könnt, aber ich habe die aus Versehen kaputt geschossen. Aber das macht nichts, ihr könnt den Weg auch laufen. Lauft einfach den Weg, folgt dem Weg. Aber ich würde euch empfehlen, aufzupassen, dass ihr die Autos beim Schießen nicht trifft und ein Auto benutzt. So, einfach dem Weg folgen. Dann hier entlang. Den Elefanten ignoriert ihr auch. Und die Tür hinter ihnen müsst ihr aufkaufen. Hier könnt ihr jetzt erstmal links und rechts looten. Hier sind auch ab und zu Schlüssel, Leute. Passt auf, wir sind auch ein paar Bosse. Ihr seht rechts neben mir ist dieser kleine Parcours. Wenn die Treppen hochgeht und rechts lang läuft und den Parcours macht, dann ist am Ende des Parcours auch immer Loot. Und hier ist auch ein Schlüssel, wie ihr seht. Den macht aber mein Kumpel gleich. Wenn ihr dann fertig gelootet habt, könnt ihr hier reinspringen und seid im nächsten Dungeon, wo ein Schlüssel sein kann. Bei uns ist ein Leben hier. Geht einfach direkt wieder raus. So, wenn ihr nun die Treppen hochgeht, ist ja rechts der Parcours wie erwähnt. Und ihr könnt auch hier entlang gehen. Dort ist auch meistens ein Schlüssel, nur ich bin etwas zu blöd dafür. Auf dem Boden, Leute, sind immer so Sprungdinger. Und ihr müsst einfach von Plattform zu Plattform springen. Und am Ende ist auch ein Schlüssel, aber ich bin ein bisschen zu blöd dafür. So, wenn ihr springt, dann seht ihr, dort ist ein Schlüssel. Aber ich bin lost und rutscht da weg, aber ist nicht schlimm, mein Kumpel macht das jetzt. So, wenn ihr dann genug Schlüssel habt, dann geht ihr weiter. Lauft hier runter, rechts hoch. Dann müsst ihr die nächste Tür aufkaufen. Wenn ihr dann hier seid, Leute, lauft ihr weiter geradeaus, weil dort ist nämlich noch eine Tür, die ihr aufkaufen müsst. Ich warte aber erstmal auf meine Kumpels jetzt, die sind immer noch nicht da. So Leute, wenn ihr hier durch die Tür geht, dann seid ihr an so einem Vulkan und diesem Weg müsst ihr einfach folgen bis zum Ende, weil oben befindet sich die Halle des Schicksals. Auf dem Weg werden aber viele Zombie-Spawns sein und ein paar Bosse werden auch noch da sein, also passt auf. Und irgendwann auf dem Weg seid ihr bei einer Brücke, Leute. Die Brücke sieht so aus. Wenn ihr bei der Brücke seid, könnt ihr hier auch nochmal über die Brücke gehen. Am Ende der Brücke sind hier Truhen und hier ist so ein Brunnen.
Und wenn ihr nun in dem Brunnen einen Schlüssel eingibt, dann seht ihr in der Halle des Schicksals ein Schicksal. Also ihr könnt sehen, was für ein Schicksal ein Stein hat. Hier ist auch nochmal ein Dungeon, wo ihr nochmal rein könnt. Vielleicht für einen Schlüssel. Ja, da ist sogar ein Schlüssel drin. Dann wieder raus. So, jetzt geht einfach wieder über die Brücke. So, dann folgt einfach wieder dem Weg. Passt auf, Leute, irgendwann so ziemlich am Ende wird ein Wolf spawnen und der ist richtig stark. Versucht den aus der Distanz zu bekämpfen, sonst macht er euch ganz schnell down. Der wird sich ab und zu auch healen. Passt auf und da spawnen dann seine Hunde. Wenn ihr den dann getötet habt, lauft weiter den Berg entlang. Und am Ende des Berges wird sich so eine magische Barriere befinden. Die könnt ihr einfach aufmachen und in dieses Loch reinspringen. So Leute, das war's mit dem Video. Ihr seid in der Halle des Schicksals vor Runde 5. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Falls ja, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Und für alle, die noch kein Abo bei mir haben, ihr habt die Chance, das jetzt zu ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.